Wie sie mir gesagt haben, ich soll endlich meine Beine benutzen. Wie sie mir gesagt haben, du hast dir den Hintern jetzt selber zum Putzen, es ist ein ewiges Lernen und dass Stützräder genau das beim Fahren erschweren. Wie sie mir gesagt haben, dass mein Meerschweinchen im Himmel ist und dass du als Mann es nicht zeigst, wenn du traurig bist. Wie sie meinten, dass es nun Zeit für den Ernst des Lebens wäre, aber wegen sowas muss man jetzt nicht unbedingt blähen. Wie sie mich frugen, ob ich wohl brav noch immer nicht rauchte und zu verstehen gaben, dass ich Mathe-Nachhilfe brauchte. Wie sie mir sagten, dass das Wahlrecht ab 16 verpflichtet und befahlen, dass die Wehrpflicht die Wadeln Firi richtet. Weil sie mir sagten, nach dem Zivildienst wird eingeschrieben und gelernt, weil nur wer mitmacht, hat in dieser Gesellschaft seinen Wert. Wie sie mir sagten, dass zu viel Alkohol nicht gut für mich sei. Und beim Familienfest gab es schon seit dem 14. Wein. Wie sie mir sagten, als Künstler wird man nur arm und ganz sicher nicht frei. Und den Kopf schüttelten sie, ich blieb trotzdem dabei. Bist du versichert, haben sie immer gefragt. Und Haftpflicht und Steuern wurde auch oft gesagt. Wie sie mir sagten, Bub, was soll nur aus dir werden? Und das Finanzielle, das wäre dann auch noch zu klären. Wie sie mir sagte, dass sie sich jetzt trennen muss, weil sie das nicht mehr erträgt. Wie sie mir sagten, dass es sich auszahlt, wenn man ein gebrochenes Herz überlebt. Wie sie mich umarmten und wenn selbst wenn es schwierig war, da waren, wie die Freunde bis heute an mich geglaubt haben. Nie haben sie gesagt, Alter, mach doch einfach was anders. Meine schwersten drei Worte blieben trotzdem, ich kann das. Wie sie sagten, in Deutschland ist es anders. Das werde ich schon sehen. Und in Österreich hätte es das ganz sicher nicht geben. Wie sie mir sagten, ich bräuchte dieses und jenes Formular und ein Stempel fehlt hier und eine Unterschrift da, wie sie in Behörden nur Stöcke in Speichen reinschmeißen. Während wir Mauer um Mauer einreißen, werden 5 neue sofort wieder neu aufgebaut. Ich habe über die Jahre im Ruhrgebiet so viel Frust angestaut. Wie sie uns die Grenzen des Machbaren zeigten. Wie sie uns ständig nur sagten, befahlen und meinten, man bekommt im Leben nun mal nichts geschenkt und es ist oft besser, wenn man sich seinen Teil denkt. Wie sie uns gesagt haben, es ist ernst und keine Kleinigkeit, es ist besser, wenn ihr alle zu Hause bleibt. Wie sie gesagt haben, dass sie eine Strategie überlegen, es wird für die Künstler genug Förderung geben. Wie sie gesagt haben, eine richtige Strategie, ja. Das wäre schon richtig fein und immer die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Wie sie uns sagten, die Klimakrise braucht dringende Maßnahmen. Wie sie uns sagten, dass wir heuer wohl nicht genug Gas haben. Wie sie uns sagten, dass die Preise stark steigen. Wie sie immer betonen, das sind die heutigen Zeiten. Wie ich hörte, sie haben wieder eine Schülerin abgeschoben. Wie ich hörte, sie haben ein Kind nach Hause geflogen. Wie ich höre, im Mittelmeer kämpfen sie bis heute um ihr Leben. Wie ich höre, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Ich vom gegenseitigen Versorgen und Postengeschiebe, vom Sand im NSU-Untersuchungsausschussgetriebe, von Chatverläufen, die man sich in Österreich nicht ausdenken kann. Ich liebe meinen Kanzler, Smiley, und der fickt unser Land. Dort lachen ein paar Reiche von ihren Yachten, da 1000 Leichen vom Massentierschlachten, und während Leute weltweit am Hochwasser sterben, gibt's keine ordentlichen Steuern auf Erden. Und die Wirtschaft liegt angeblich machtlos am Boden, aber die Leute werden trotz Inflation nicht gehoben. Und während die Bäcker in meiner Straße langsam schließen, lese ich vom Mangel an Privatjets zum Fliegen. Alter, sie müssen die Grenzen schützen, um mit unseren Werten ruhig zu schlafen. Kein Boot bekommt durch sie einen sicheren Hafen. Gerade noch so über Wasser mit unseren Köpfen streichen sie uns das Geld aus sozialeren Töpfen. Wie sie gesagt haben, dass sie unser Vertrauen brauchen. Wie sie gesagt haben, dass sie ihre Köpfe schon rauchen. Wie sie gesagt haben, dass wir das alle irgendwie schaffen. Wie sie gesagt haben, dass sie irgendwas machen. Wie sie gesagt haben, dass das nichts Persönliches sei. Hey, wisst ihr, wo ich herkomme? Da sitzt der Gürtel recht eng und die Schnalle ist tight. Meine Mom hat geputzt und mein Dad ist Taxi gefahren. Und dann sagt mir so ein fucking Rich Kid, die müssen jetzt sparen von 80-20 in Graz, bis hier auf diese Bühne zu gehen, um als Arbeiterkind auf diesen Brettern zu stehen, sich Gehör zu verschaffen vor so vielen Leuten, das ist das, was Poetry Slam für mich bedeutet. Du kannst sein, was du willst, ist, was der Staat nie gemeint, nie gedacht, aber immer gesagt hat. Dieses System sagt mir immer,
dass ich so nicht geplant war und heute stehe ich vor euch hier im Ernst-Deutsch-Theater. Es sind die schwersten drei Worte, aber ich fühle sie heute anders. Mach, was du willst, denn ich glaube dran, du kannst das. Dankeschön.